Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier auf der Neuwiener Tal. Mein Name ist Stefan und in der letzten Folge bin ich in der Tür hängen geblieben. Aber jetzt hat alles geklappt. Ich bin im November angekommen und es regnet. Und ja, die Zeit geht so langsam voran. Schreitet voran. Jetzt muss ich bloß schön wieder meine Fahrzeuge durchklicken, ob die irgendwo stehen geblieben sind. Ja, der ist irgendwo stehen geblieben. Den muss ich wieder weiterschicken. Der ist gerade erst angekommen. Und da muss ich wieder die Ballen weiter aufladen, um dann Geld in die Kasse spielen zu lassen. So. Ah, es sind schon noch ein paar Ballen da, die ich dann hier laden kann. Ich glaube, das war's, genau. Das heißt, ich kann wieder hier beim Viehhandel. So, jetzt muss ich bloß hier die Einstellungen ändern. Und zwar, wo war das jetzt? Nee, rotieren, beladen. Oder war ich Abladenseite? Ja. Abladen aus. Hier mittig, genau. Machen wir mal 15 Sekunden. Anwenden. Und dann kann der los. Alles andere ist still. Genau, wir haben 6:24 Uhr. Der fährt noch. Jetzt kann ich mal gucken, gibt es irgendeinen neuen Job zufällig jetzt, der lukrativ ist? Nein. Nein, aktuell nicht. Der wird verfolgt. Okay. Ja, Abstand haben wir da hinten genug. Okay. So, es gab kurz einen Cut wegen einem Problem wieder, aber kein Problem. Ich habe es wieder gefixt. Wir sind wieder hier im Spiel. Und ja, wieder Skala ein bisschen erhöhen. Ich habe es wieder auch abbremsen müssen. So halt, ich brauche den ja gerade so noch gar nicht. Und zwar muss ich überlegen. So, ja, stimmt. Bevor ich mit den Steinen das mache, mache ich das mit dem Grubbern. Der Felder für die Dungestufe. Aha. Das kann ich gleich am Anfang machen. So. So, und jetzt mal hier, ob wir das hinbekommen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, dann fahren wir mal da ran und zurück. Ja, fährt auch runter. Und dann na, gehen wir in die Totale und jetzt geht's los.
Da fahre ich geradeaus drüber. Dann wird der Öl richtig schön gekrubbert. Das wächst noch. Und runter. Und los geht's. Weil er kann nämlich gleich auch die Steine einsammeln, die ich dann eh da drüben aufladen möchte. Ich würde überlegen, auf 5 gehe ich mal runter. So, lasst es mal an. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wollt ihr das den HUD eigentlich immer sehen oder kann ich auch mal das ausblenden? Mit dir. So. Kommen wir doch gut voran hier. Auf den Ballen hat auch geklappt. Mal daran. Hopp, 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 hopp. So. Halten wir noch mal kurz durch. Dem hier, genau, der soll dann wieder auf einfahren. Und lopp. Halt. Funktioniert, okay. Ja, er schaltet auch automatisch. So. Und dann weiter mit dir hier. Wapp und runter. Die Spur da auch und runter. Tja, Ölrettich ist doch eine super Frucht, ne? Knappe Sache. Und das wiederum nicht. Na komm schon. Die wollen mich nicht vorbeilassen.
Und los geht's. So. Dann parken wir da auch mal um. Nein. Und rup, da sind wir wieder. Richtige Pfütze hier die Ecke. So, da kommt der schon. Pünktlich weggefahren. Und dann hier klubbern. Jetzt steht der wieder im Weg, aber das ist nicht so schlimm. Runter und los geht's. So, Delle. Die Geschwindigkeit durch jetzt mal runter, pressen auf 3. Eine Spur hier und dann Feld 2. Ah, okay, ich habe keinen Strom mehr. Und dann kann ich, glaube ich, gleich eh ausschalten. Die Produktionskosten stellen mich dann nur noch Geld. So, in die Produktion reingehen, genau, deaktivieren. Dann kostet es nämlich kein Geld mehr. Das wäre dann hier auch fertig. Sehr schön. Dann fahren wir auf die nächste Wiese hier an. Das Feld. Ich kann erstmal euch zeigen, was das jetzt gebracht hat. Und zwar Feld 1. Haben wir zumindest mal, es ist nichts da. Und das kann man eigentlich wieder einschalten. Und die Steine, die seht ihr. Mehr auch nicht, weil ist ja klar, muss ja hier Precision Farming eingehen. Und wenn man dann das hier sieht. pH-Wert ist einfach hoch. Das ist einfach durch das Düngen haben wir einfach noch mal hier eine gute Düngestufe. Das kann man mal hier sehen, wie weit sich das dann hier verändert. Und halt hier nicht Stickstoff, nicht pH-Wert. Der Stickstoff, da sehen wir es, dass wir da ein bisschen hochgegangen sind. Nicht viel, aber immerhin
40 Kilo pro Hektar ist hochgegangen, glaube ich, ja. Und das ist gar nicht so schlecht, ne? Dann spart man sich schon ein bisschen Dünger beim Sehen. Das soll mal wieder Geld verdienen hier. Das heißt, dann fahren wir mal mit dem wieder rüber. Stoppen uns mal die hier auf. Ups. Na, wieso hat er die jetzt nicht gestoppt? Okay. Das hat auch gepasst, dann wieder Viehhandel und los geht's. Ah, da hat er keinen Kollision, okay, gut. So, also, für diese Folge soll es gewesen sein. Und weiter in der nächsten Folge. Bis dann, euer Stefan. Ciao, ciao.